Sie suchen bei diesen Frauen Sex, Zärtlichkeit, Geborgenheit, Bestätigung und manchmal sogar Liebe. 1 Million Männer täglich gehen in Deutschland zu Prostituierten. Viele Menschen in Deutschland leben vom Sex gegen Geld und trotzdem hängt der Branche und besonders den Frauen ein Schmuddel-Image an. Verkehrsgünstig am Flughafen Stuttgart gelegen, der größte Puff Europas. Hier will man aufräumen mit dem Schmuddel-Image. Um 11 Uhr beginnt der Verkehr im Paradise. Zwischen dem Freier oder Gast, wie er hier heißt, und der Versuchung steht kein grimmiger Zuhälter mehr, sondern ein Check-in wie im Hotel. Hier werden 79 Euro gegen Eintrittsbändchen, Latschen und Bademantel getauscht. Die Prostituierten sind Gäste wie die Männer. Mit einem kleinen Unterschied, bei ihnen wird ganz genau hingeschaut. Wir haben ein Check-in-System entwickeln lassen, dass quasi die Dame, wo hier sich einschreiben lässt oder sich einkauft oder hier reingeht in den Betrieb, wird es so erfasst, dass es zeitgleich wirklich auch an die Polizei und die Steuerbehörde weitergereicht wird über unser Check-in-System. Da kann jederzeit die Polizei reingehen in unser Check-in-System und nachschauen, welche Dame ist bei uns gerade tätig. Offenheit, für den Erfolg in der Sexbranche ganz wichtig. Und so führt uns Jürgen Rudloff gern durch sein 5800 Quadratmeter großes Reich. So, Dele. Morgen, mal Apfelsaftschorle bitte. Selbstverständlich. Nehmen wir eins, bestelle für mich. Für die Dame Champagner, oder? Ja, also hier in der Bar, das ist eigentlich so der Kommunikationstempel, den wir dann immer. Hier trifft sich eigentlich Männlein und Weiblein, sind aber nicht aneinander gebunden. Aber hier ist im Grunde genommen der Start von dem ganzen Aufeinandertreffen. Wo dieses Aufeinandertreffen passiert, wollen wir uns doch mal ganz genau ansehen. Hier schon der Wellnessbereich beginnt hier. Wellness, ganz wichtig. Hier ein großer Whirlpool, wo gerne besucht wird. Und wie Sie sehen, sind auch ein paar Damen, wo sich da gerade ein bisschen gut. Und da verschlägt es selbst dem Chef die Sprache. Abkühlen können er und seine Gäste im Schneezimmer. Richtiger Schnee, das wir mal probieren wollen. Danke, aber Schnee müssen wir jetzt nicht testen. Was gibt es denn sonst noch? Unsere Dampfsauna, die aber auch gerne besucht wird. Wichtiger als Sauna und Wellness sind den männlichen Besuchern aber wohl oft die 50 bis 80 Frauen, die hier überall auf finanziell potente Kundschaft warten. Sie nennen sich Diana, Janine, Coco, kommen aus Frankreich, Venezuela, sprechen aber auffallend oft mit rumänischem Akzent. Auch die Männer kommen oft von weit her für Sex und Wellness. Die Fahrt schon von meinen hierher, 100 Kilometer. Aber es geht auf der Autobahn. Also es geht nicht nur um den reinen Sex. Wir sind hier, wollen ein bisschen unseren Spaß, wollen relaxen, wir genießen die Außenanlage, die Wellnessanlage und wenn ein Mädel uns sympathisch ist und man denkt, jawohl, das funktioniert, dann... Dann geht es auf eins der 38 Zimmer. Für VIPs gibt es natürlich einen extra Bereich, groß genug für ganze Gruppen an Sexhungrigen. Aus sämtlichen Gesellschaftsschichten, auch viele aus dem Sportbereich oder... Ja, halt auch Prominente zum Teil. Die mieten sich diese Fläche an und die kommen quasi, dass sie wirklich von jemand gesehen werden, über einen Tiefgaragenzugang hier rein. Nach dem Sexhunger kommt der Hunger und damit sind wir bei dem eher unglamourösen Blick hinter die Kulissen. Wir machen so mittags schätzungsweise mal so 100, 120 Essen und dann kommt noch der Abend dazu. Summa summarum, wenn wir zwischen 300 und 500 Essen, was wir am Tag auf jeden Fall machen. Sex ist halt doch nur ein Geschäft mit knallharten Bilanzen und biederer Logistik. Es wird leider in der Gesellschaft immer falsch übermittelt. So ein Erotikladen, da schaffen ein paar Frauen an, die verdienen ein bisschen Geld und der Chef verdient das meiste Geld, damit ist es erledigt. Ich habe Kosten so im Monat zwischen 450 und 500.000 Euro, da habe ich noch keinen einzigen Euro verdient. Ja. Wenn die letzte Zigarette danach geraucht ist, haben sich die Mädchen ihren Feierabend verdient. Oft ist der erst am frühen Morgen. Dann schlafen sie in 3 Bettzimmern wie in einer Jugendherberge. Nur wenig erinnert hier an ihren Job, an ihr Leben mit dem Sex. Hier sind sie in ihrem Paradies aus Blümchenbettwäsche und Kuscheltieren.